Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4. Wir sind mit der Abfahrt auf Gleis 9¾ ins Abenteuer gestartet und befinden uns jetzt in Hogwarts. Wir haben unsere Hauszuteilung bekommen. Ron, natürlich auch Hermine, ihr wisst es, sind nach Gryffindor gekommen, Draco Malfoy nach Slytherin und der sprechende Hut wollte zunächst auch Harry nach Slytherin schicken. Aber weil Harry sich so entschieden dagegen gewehrt hat, hat er seine Wahl nochmal überdacht und Harry anschließend auch nach Gryffindor geschickt. So, und hier befinden wir uns jetzt im Schlafraum bzw. im Aufenthaltsraum. Ja, was können wir denn hier alles machen? Halte X gedrückt, um auf die Spinnweben zu zielen und zu schießen. Was? Damit was? Damit die Tür aufgeht. Ah ja, genau, damit die Tür geöffnet wird. Oh je, wir müssen zählen. Erzielen, nicht zählen. Was habe ich da jetzt freigeschaltet? Ron, Hogwarts. Freigeschaltet. Okay. Ah. Du hast einen neuen Charakter freigeschaltet und wir sollen zurück in die Winkelgasse gehen, wenn wir den kaufen wollen. Können wir den angreifen? Oh, wir können ihn echt angreifen. Sorry. Ich wollte den gar nicht kaputt machen. Ich wollte eigentlich nur das hier aufbauen. So, hier. Oh. Warte mal, war das nicht B? In der letzten Folge konnten wir doch mit B bauen. Was zur Hölle? Muss ich das jetzt verstehen? B. Ach, jetzt? Jetzt sind wir Krätze? Was zur Hölle? Und wie können wir das jetzt? Ich bin jetzt gerade verwirrt. Irgendwas muss ich ja damit machen können. Ich kann auch irgendwas damit machen. Oh, sorry, jetzt habe ich Ron verbrannt. Aber was auch immer ich gemacht habe. Kann ich nichts mit dem anderen machen? Okay. Hier waren noch mehr von den Stats. Ich
muss hier doch bestimmt irgendwas bauen, dass ich hier hochkomme, aber... Aber warum? Damit kann ich springen. Ups, jetzt habe ich umgeschaltet. Mit B kann ich nichts machen, mit A kann ich aber auch nichts anvisieren. Mit A kann ich den nur ankokeln. Ich kann ja aber einfach mal ganz kackendreist in den Zimmer rumschießen. Das hat mir tatsächlich was gebracht. Ich will hier gerne diesen goldenen... Ah. Was zur Hölle? Was ist das für eine merkwürdige Truhe? Okay, wir sind in Hogwarts. Hier ist alles merkwürdig auf seine eigene Art. Ah, wenn ich die mehr... Ah! Guck mal, wenn ich den hintereinander weg anziehe, dann schieße ich auch hintereinander weg drauf. Kann ich auch auf Hedwig schießen. Wie gemein. Okay, nein, ich kann anscheinend aber nur zwei Ziele anvisieren. Aber warum kann ich hier mit B nichts bauen? Das muss ich nicht verstehen, oder? Na komm, gehen wir erstmal hier durch die Tür durch. Ah, jetzt sind wir im Gemeinschaftsraum. Eben waren wir im Schlafsaal. Okay. Dann lass uns gleich mal gucken, was wir hier alles kaputt schießen können. Ein Gryffindor-Junge freigeschaltet. Okay. Hier sind sie schon fleißig am Üben. Oh. Wir können den Hocker schrumpfen. Liebling, ich hab den Hocker. Ups. Oh. Oh, das wollte ich nicht. Okay, wir könnten dem Schüler aber helfen. Wir konnten ihn... Oh je. Das fängt ja gut an. Schüler in Gefahr. Okay, damit haben wir einen weiteren Schüler gerettet. Das heißt gerettet. Ja doch, einen haben wir doch. Warte, mussten wir den retten? Der in der Winkelgasse oben stand, so komisch. I don't know. Was können wir hiermit machen? Sieht so aus, als ob wir das irgendwie... Guck mal, das ist auch wieder so eine Lumos-Sache. Das müssten wir doch eigentlich erleuchten können, oder nicht? Oh. Wir räumen hier direkt schon mal mächtig auf. Schach spielen können wir nicht selber. Was zur Hölle? Ich will auch so eine coole Kommode, die meine ganzen Klamotten, die ich habe rumliegen lassen, auffrisst. So dass ich nicht mehr selber alles einräumen muss. Wie nice ist das denn bitte? Das ist mega cool, hallo? Oh, wir haben dem da die Hose ausgezogen. Oh nein! Der hat sie aufgefressen. Können wir hier irgendwas machen an der Seite? Kann die Kommode da mal weggehen? Ich bin mir hier nicht sicher. Nee, ich glaube, da können wir nichts machen. Lass uns mal weitergehen. Okay, und hier an diesen weißen Punkten können wir immer irgendwas machen. Oh, das Porträt der fetten Dame, oder was ist das? Wobei die jetzt nicht wirklich fett ist. Lalalala. Können wir hier... In welchen Charakteren können wir denn hier was machen? Können wir irgendwas mit Hermine machen? Ah, ach so, okay, darüber kommen wir zurück. Alles klar, das macht Sinn. Geister werden dich durch Hogwarts leiten. Folge der Spur aus Geisterstats. Okay. Ich will aber gerne erstmal hier hinten hin. Ist das der fast kopflose Nick? Okay, da müssen wir als nächstes hin. Nur Charaktere, der in die Parselsprache sprechen können, mit diesen Schlangen reden. Das heißt, Harry kann mit denen reden. Wir können auch Parsel. Hallo? Es ist Harry. Harry kann Parsel. Okay.
Ist das das hier? Können wir das mit irgendeinem anderen Charakter? Können wir da irgendwas machen? Ja. Okay, hier würde ich auch gerne noch hin. Hier möchte ich gerne eigentlich hin, bevor wir das machen. Mit dem Geist, von dem ich wirklich denke, dass es der fast kopflose Nick ist. So, was ist jetzt mit der Truhe? Irgendwie, ich bin hier noch nicht so ganz... In anderen Lego-Spielen konnte ich mal alles kaputt klopfen. Ah, da kann vielleicht Kretze was machen. Nee, ich glaube nicht. Und hier? Was will der hier? Hallo? Die wehren sich. Nein! Ha, ausgewichen. Juhu! Das ist lustig. Okay, aber wir können anscheinend mit dem noch nichts machen. Na gut, dann sollten wir vielleicht doch dem Geist folgen. Vielleicht müssen wir das alles der Reihe nach machen. Okay, super, der Geist geht dahin, die Treppe führt uns aber hierhin. Ja, für all diejenigen, die sich im Harry Potter-Universum nicht auskennen, in Hogwarts gibt es sehr, sehr merkwürdige Treppen. Oh, sorry. Was können wir jetzt hier wiederum machen? Ah! Ron kann Kretze in Röhren schicken, um Puzzles zu lösen. Oh! Oh, es ist Fluffy! Ja, der hat seine Hose wieder. Oh, hat der die Hose wieder her? Ich fühle mich veräppelt. Okay, können wir jetzt mit dem irgendwas machen? Wahrscheinlich, ne? Ja, jetzt kriegen wir hier die Treppe zu der Seite. Ich finde das ja cool immer mit diesen kleinen Mini-Rätseln hier in Lego. Da kriegen wir bestimmt jede Menge Stats raus aus dem Teil. Aber so richtig viele. Können wir noch mehr rausbekommen? Ja, jetzt ist sie kaputt. Wie mache ich das? Sorry, Hermine, das wollte ich nicht. Kann ich mir das hier irgendwie in den Optionen vielleicht angucken? Controller-Einstellungen. Nach unten blättern, vorheriger Zauberspruch, nächster Zauberspruch. Startpause. Hä? Wie kann ich jetzt... Spezial ist B. Handlung X. Aber das kann ich ja hier nicht machen. Damit kann ich die beiden nur... Mit Hermine kann ich ja auch nichts machen. Ich könnte nur mit Hermine Harry ansingen. Das funktioniert ja alles super. Ich habe keine Ahnung, wie ich mit denen hier diese Teile zusammensetzen soll, muss ich ganz ehrlich zugeben und gestehen. Ich habe nicht den geringsten Plan. Oh, hier glitzert wieder was, aber irgendwie komme ich nicht ran. Bin ich einfach nur so doof? Wahrscheinlich. Aber ich verstehe nicht, warum ich hier nichts machen kann oder wie ich hier was machen kann. Mit Hagrid konnten wir das über B machen. Hier kann ich keine Zauber durchswitchen aktuell. Okay, das ist echt merkwürdig. Irgendwas verpeile ich hier gerade noch. Aber ich hatte noch nie... Ja, das ist der fast kopflose Nick. Aber ich hatte früher noch nie Probleme in Lego-Spielen irgendwas zu bauen. Deswegen verwirrt mich das jetzt gerade so.
Okay, ich glaube, aus der kommt nichts mehr raus. Können wir einfach mit den Leuten reden? Nee, der ist aus Ravenclaw. Miau, war das Krummbein? Nee, das ist eine andere Katze. Das ist eine schwarze Katze. Krummbein ist ja ein rot getigerter Kater. So. Was heißt denn hier? Ist es jemand aus Slytherin? Geh zum Unterricht, um mehr Zaubersprüche zu erlernen. Ja, genau. Und da können wir dann durchswitchen. Das haben wir gerade eben jetzt schon gelernt. Vielleicht sind wir auch noch nicht stark genug. Oh, sorry. Ah, natürlich. Vielleicht muss ich ja Wingardium Leviosa lernen. Damit ich... damit das funktioniert. Wahrscheinlich kann ich die ganzen Sachen erst dann usen, hier, wenn ich weitere Zauber gelernt habe. Das wird's sein. Okay. Dann sollten wir definitiv bei Gelegenheit in den Unterricht gehen. Oh, ich habe ein Buch untergeschmissen. Ich finde das aber sau cool, dass man hier wirklich so die Spielwelt auch dadurch verändern kann. Wenn man hier Sachen umrennt und... Das ist echt cool gemacht. So, wo ist jetzt der fast kopflose Nick hingegangen? Ach, hier, links geht die Spur weiter. Ah ja, da oben ist der Pfeil. Dann gehen wir mal hier hin. Können wir hier irgendwas mitmachen? Nee. Anscheinend, wir können momentan halt wirklich noch nicht großartig viel machen. Nur dieses Quatschgezaubere, was wir hier gerade machen. Das heißt, ich muss definitiv mehr Zauber lernen, bevor es richtig weitergeht. Gut, und der bringt uns jetzt irgendwo hin. Okay, ich hoffe, dass wir hinterher noch nochmal zurückgeführt werden hier. Ja, fast. Also Ron hat auf jeden Fall was zum Schweben gebracht. Aber noch nicht, so ganz hat es noch nicht funktioniert mit Wingardium Leviosa. Okay, wir müssen die anderen jetzt anscheinend runterholen. Ba, 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 ba. Haben meinen Schüler gerettet. Ja, wunderbar. Und jetzt können wir nämlich auch... Jetzt können wir richtig hier Attacke zaubern. So, hier... Oh. Echt? Ich hab was gefunden. Da kommt auch noch was raus. Also es lohnt sich, grundsätzlich auch mal so komplett sinnlos irgendwo in einen Raum reinzufeuern. Oh, hier, guck mal da. Harry hat's voll drauf. Harry hat's richtig drauf. Ja, jetzt müssten wir eigentlich auch die Sachen dann langsam bauen können. Es hatte also einen Grund, warum wir erst in den Unterricht gehen sollten. Flock. Okay. Ich will das haben. Okay. So, aber ihr Lieben, ich glaube, ich würde mich für heute erstmal von euch verabschieden. Nächste Folge werden wir hier weitermachen und uns im Zauber Wingardium Leviosa üben. Danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen hier in Harry Potter, Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder mit dabei sein würdet. Was ist los, Hermine? Macht's gut. Tschüss!